Auf in den hohen Norden. Brose Bamberg reist am 5. Spieltag der Easy Credit BBL zu den Hamburg Towers, wo am Samstag um 20.30 Uhr das Duell mit dem Tabellen-14. Ansteht. Nach der bitteren Niederlage gegen Nischni Nowgorod am vergangenen Mittwoch ging es vor dem Spiel gegen den Aufsteiger für das Team um Headcoach Rulen Moors vor allem darum, die Mannschaft aufzubauen. Der Fokus lag deswegen auf dem eigenen Team. I think if you have a couple of rough games in a row, you have to first focus on yourself. It's always a balance between focus on an opponent and on yourself. But I think we have to first fix our problems. And if you have a rough period, sometimes you overthink things and you become hesitant. And I think we have to trust our instincts a little bit more, and then we will be fine. Against Novgorod, you said your team got pushed around and that they weren't physical enough. Was that the focus in practice this time, or what did you work on? No, we worked on different things. We worked on, of course, that physical play, because it's not the first time that it was a problem. We have to get better at that, but also we have to, like I said, we need to play a little bit more free and with a little bit more confidence, also in offense. Of course, you need stops in defense, so we worked a little bit on that. But in overall, we try to create an atmosphere where everybody feels good that we can maybe make a step up again. Brose reist als Tabellensechster mit 3 Siegen und einer Niederlage an. Bei den Hanseaten liest sich die Statistik genau andersherum. Zwar setzte es auch gegen die Fraport Skyliners eine Niederlage, allerdings kam diese erst in der Overtime zustande und zuvor hatte das Team von Coach Mike Taylor die Gießen 46ers geschlagen. Rulen Moors warnt deshalb vor den ambitionierten Towers. That we are favored, it's normal. We have to accept that. Underestimating, we cannot underestimate anybody at this point. We're struggling ourselves. That's one. Two, you meet a team that just moved up to the BBL and they play in front of a full gym with a lot of enthusiasm. Every home game, they are ready to play. We have to be ready to make a serious game. Eine ganz eigene Geschichte zum Spiel gegen Hamburg kann Luis Olindi erzählen. Bambergs Nummer 16 kam direkt von den Towers zu Brose. Und ganz nebenbei ist Hamburg auch Luis' Geburtsstadt. Bei allen persönlichen Verbindungen steht aber auch für Olindi der Teamerfolg im Vordergrund. Ist sehr besonders, nach Hause zu kommen, Familie beim Spiel zu haben, Freunde beim Spiel zu haben und einfach irgendwie da, wo man angefangen hat, Basketball zu spielen, wieder zurückzukommen. Und ist was ganz Besonderes, aber für uns ist es immer noch ein wichtiges Spiel, wie jedes andere Bundesligaspiel. Von daher muss man das ein bisschen, ja, seine persönlichen Sachen ein bisschen zurückstellen, glaube ich. Du sprichst es an, es ist ein sehr wichtiges Spiel. Ihr geht als Favorit rein. Wie wird es laufen? Ja, wir gehen als Favorit rein, natürlich. Wir haben aber jetzt die letzten Spiele nicht so gespielt, wie wir spielen wollen. Ja, wir müssen einfach den nächsten Schritt machen. Wirklich konzentriert über 40 Minuten unser Spiel spielen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir das bessere Team sind und dann auch gewinnen werden. Seit seinem Wechsel nach Oberfranken ging Luis einen Schritt nach dem anderen. Mittlerweile spielt der 21-Jährige die viertmeisten Minuten für den amtierenden Pokalsieger und ist sogar der 6. beste Rebounder der BBL. Damit lief zwar bisher alles nach Plan, das Ende seiner Entwicklung sieht der Forward damit aber noch nicht erreicht. Ja, also ich habe mir viel vorgenommen, als ich damals von Hamburg nach Bamberg gekommen bin. Ich glaube, es ist viel auch Realität geworden und ich arbeite trotzdem jeden Tag weiter, habe noch viele Ziele vor mir, Schritt für Schritt, aber ich bin bisher sehr zufrieden. Die Partie in Hamburg startet am Samstag um 20.30 Uhr. Für alle daheimgebliebenen Fans überträgt natürlich wieder Magenta Sport live aus der Edeloptics Arena und zeigt dabei hoffentlich, wie Freak City den 4. Saisonsieg einpackt und sicher wieder mit nach Hause bringt.